Sei gegrüßt, ich habe jetzt wieder einige Schritte weitergemacht, wie ihr seht. Die Randleisten folgen brav dem Verlauf der Straße, auch den Höhenänderungen, wenn ich das will, funktioniert alles. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einmal im Grundriss hier die Randleisten als Symbol dazu gegeben, das heißt hier für die Rückenstütze, die Breite kann ich ändern, das Fundament für die Randleiste, die Größe der Randleiste kann ich einstellen und es hat sofort Auswirkungen aufs 3D. Wo ich noch Schwierigkeiten habe, das weiß ich nicht, ob ich das lösen kann, mit dem Gruppierungsbefehl, wo ich das voneinander abgezogen habe. Ich kann schon eine Gesamtgruppe draus machen, aber dass ich dann das Fundament von der Gesamtgruppe abziehe, sorgt dann dafür, dass die Materialien nicht mehr stimmen. Da bin ich noch nicht sicher, wie ich das lösen soll, ob ich das überhaupt mache. So, also, gehen wir zurück. Der Code für dieses hier. Schauen wir uns das einmal an. So. Randtube einstellen. Hier waren wir ja zum Schluss. Ich habe ja mal die Querschnittlacke reingegeben. Dann habe ich die einzelnen Schichtdicken nacheinander reingegeben, die Linien dazu gegeben und hier mit einem Poly2-Befehl einmal die derzeit durchsichtige Schraffur reingegeben, mit der Linie dazu, dazwischen, dass ich die Schichten einfach einmal darstellen kann. Und dann geht es um das Einstellen dieser Randtube. Dazu habe ich in den Parametern einfach noch einen Ansammlungswert reingegeben. Das waren die Randprofilbreiten, Randprofillage, brauche ich natürlich auch, wo ich das haben will. Warum? Weil ich das ja unter Umständen ganz woanders hingeben können will. Unabhängig. 3D springt das dann ziemlich herum. Das funktioniert noch nicht richtig, das gebe ich zu. Da habe ich noch irgendwann einen Fehler drinnen. Aber das möchte ich ja dann richtig reinstellen können, wo ich es eben zum jeweiligen Zeitpunkt brauche. Das kommt noch. So, dann gehen wir schon mal in das 2D-Skript. Das wäre mehr oder weniger die Randprofillage. Dann die Randprofilbreite und die Randprofilhöhe, das heißt von diesem Rechteck, das rundherum geht. Und dann natürlich fürs 2D einfach einen Rec2-Befehl, also Linien rundherum und den Poly2 wieder. Und diese Poly2 kann ich dann mehr oder weniger ins 3D übernehmen. Für die Rückenstütze auch einige. Da habe ich einen Ansammlungswert genommen mit drei Größen, also Rückenstützwerte, Rückenstützwerte, Rückenstützwerte und der Rest rechnet sich. Das heißt, da habe ich die Hälfte vom Leistenstein genommen, falle ganz leicht nach außen auf ein Drittel und dann gehe ich eben mit diesen Werten jeweils gehe ich herum. Wie gesagt, da passt was im 3D noch nicht, weil ich es vorher nicht auf der Seite geschoben habe. Aber egal, das wird zu lösen sein. So, gehe ich mal kurz nochmal ins 2D. Also, für das Polygon der Rückenstütze, das ist hier, da wandern die Werte mehr oder weniger ins 3D-Skript für. Das sind praktisch dieselben Werte, allerdings immer um diese Randprofillage direkt versetzt. Also ich mache dann keinen Art X, Art Y Befehl oder was, sondern gebe das hier direkt in die Werte wieder rein. Und das ist allerdings dasselbe, was ich im 2D-Skript drinnen hatte. Aber wie gesagt, da habe ich noch irgendwo einen Fehler, den ich jetzt erst bemerkt habe. Gut, kein Problem. Die Koordinaten hole ich mir vorher genauso wieder mit Put und Get.
der Bogenteilung, das hatten wir eh schon. Und jetzt habe ich inzwischen allerdings eine Tube 2 genommen. Die braucht einfach ein bisschen mehr Parameter. Ich habe vorher das Building Material eingestellt, das Randleistenmaterial habe ich in den Parametern jetzt drinnen, Randleistenmaterial, Fundamentmaterial und Oberfläche wieder extra. 3D-Skript. So, hier die Maskwerte, was sichtbar ist, da habe ich vorher eine Zahl einfach genommen aus einem alten Beispiel. Ich habe mir das jetzt noch einmal angeschaut, also ich brauche, damit es dann wirklich geschlossen ist, damit das hinten zu ist sozusagen, diese ganzen Werte. So, das habe ich jetzt überall reingegeben bei den ganzen Sachen. Und dann eben bei Typ 2 brauche ich dann noch nicht nur die Angabe dieser Oberflächen, sondern auch bei jedem einzelnen die Randseitenoberfläche könnte ich extra angeben. Da könnte man eigenen Parameter reingeben. Das habe ich zuerst beim Tube nicht gebraucht. Und dann eben Use NSP von diesen Put und Gets. Weil ich die Put und Gets nur einmal verwende, pro Kantenseite der Straße, steht hier Use. Das heißt, das wird einfach verwendet, wie es ist. Und hier mit Get wird der gleiche Stack sozusagen noch einmal ausgelesen und beendet und geleert. Das heißt, solange ich Use verwende, könnte ich jetzt sehr viele dieser Tubes an diese Koordinaten hängen. Und erst mit Get NSP wird das Deck dann wirklich benutzt und geleert. Wie gesagt, das ist jetzt einmal für die erste, für die zweite, für die dritte Kante, so wie es vorher auch war. Im nächsten Schritt geht es einmal darum, dass ich diesen Verschiebefehler ausbessere. Natürlich, und dass ich diese Anfasser, die ich hier habe, auch direkt ins 3D bringen will, zumindest an irgendeiner Stelle. Ich nehme an, es wird am vernünftigsten sein an der Anfangsstelle, also wenn man es einsetzt, sieht man es ja mal hier, dass ich es auf alle Fälle mal hier reingebe, vielleicht einfach bei jeder Seite. Aber das schaue ich mir rein. Also das, was ich hier habe, will ich im 3D hier auch haben. Das wird der nächste Schritt sein. Dass ich dann die Schichtigen im 3D direkt größer, kleiner machen kann. Und die ganzen Sachen meiner Randleiste, die ich hier folgen lasse, dass ich das auch stellen kann. Gut, einmal bis hierhin und schöne Grüße vom Wallersee in Salzburg.